Scheiße, sie haben ihn zu schnell getötet. Ich wollte es noch etwas dramatischer festhalten. Das ist der Maya von meinem ersten Part. Er hat es tatsächlich geschafft, für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Und jetzt immer noch nicht weggeklickt haben, dieser kleine Maya ist hier einfach durch meine Base gelaufen, hat meine ganzen Leute verarscht, ist hier außen rumgelaufen, ist wieder zurückgelaufen hier entlang und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, den umzubringen. Das ist unfassbar. Okay, weiter im Text, das ist das Let's Play Part 2 zu meinem wunderbaren Age of Empires, was ich jetzt mal wieder ausgebuddelt habe, beziehungsweise es mir auf Steam nochmal neu geholt habe, weil, ja klar, 10 Euro ist vielleicht ein bisschen viel, aber es war es mir wert, weil einfach dieses Spiel so verdammt geil ist, schrägstrich war. So, ich sollte nicht so viel labern, ich sollte weitermachen, sonst kriege ich hier noch auf die Fresse. Und ich muss mehr Häuser bauen, muss ich das. So, tun wir das gleich, wir kennen das alle noch von Age, das ist hier ein bisschen Zeitdruckmäßig, also nicht so wie beim Sid Meiers Gegenstück hier, scheiße, wie hat's nochmal geheißen, Civilization und Civilization Revolution und so, da musste man ja richtig fix sein. Ja. Auch hier bei Halo auf der X360 war das ja auch immer so eine Sache mit dem Rushen, ne? Das ist ja dann immer mehr Mode geworden, das kannte man damals gar nicht. Früher, als man noch die guten alten Age of Empires Spiele gespielt hat, dann lief es ja eher so, man baut und baut und macht sich da die übel krasse Festung und irgendwann treffen die großen Kontrahenten aufeinander und liefern sich eine epische Schlacht. Nein, Leute, die Zeiten sind leider vorbei und das finde ich echt blöd, ehrlich gesagt. Weil ich mag so diese ein, fast schon 2 Stunden Spiele, die sind einfach, ja, die sind einfach geil. Die haben noch richtig Laune gemacht. Wenn du mal die ganze Nacht so 2, 3 Spiele mit ein paar Kollegen gespielt hast, früher noch, ja, das war richtig klasse. So, ich habe jetzt hier ein paar Häuserchen gebaut. Und ich sollte mich wirklich, ich sollte mal, glaube ich, eine bessere Zeit entwickeln. Was brauche ich denn hier? Ich brauche 800 Nahrung, 200 Gold. Wunderbar. Erledigt. So, Verteidigungsanlagen sollten... Aber das ist ja bloß der Beobachtungsturm, der ist ja scheiße. Aber was wichtig ist, sind die Steinmauern bei den Dödön. Ich mache jetzt einfach mal hier eine ganz klassische Mauer, ich glaube es... Ja, Zeitdruck, Leute, Zeitdruck. So, hier unten ist eine tolle Taste, hier sind die Dorfbewohner, die nur dumm rumstehen. Das geht ja gar nicht. Mistkrampen, so, hier noch ein schönes Feld. Wunderbar. So, so langsam sollte ich auch hier mit Steinbrüchen und Gedöns anfangen. Das ist bei Teutonen unglaublich wichtig. Oh Gott, ist mir kalt. Scheiße. Nee, ich drücke jetzt nicht Pause und mache die Heizung an. Ich stehe das jetzt mit euch zusammen durch. Obwohl das ja die mildesten Weihnachten überhaupt waren, jetzt hier mit 11 Grad. Unfassbar. Das ist ja wie im Frühling. So, dann haben wir hier die kleinen fleißigen Bauarbeiterchen. Ach, da oben hatte ich ja schon. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Den Steinbau entwickeln wir. Natürlich tun wir das. So, hier kommt noch ein schönes Feld hin. Und nein, nein, ich hasse es. Ich hasse es, wenn das passiert. Heiße? Was sagt sie? So, die Ritterzeit. Wie sieht's aus? Jawohl, die Ritterzeit. Die Dorfbewohner arbeiten effizienter. Ja, her damit. Faules Pack. So. Und nochmal den Steinbergbau entwickeln. Wunderbar. So, apropos Steine. Ich sollte ganz dringend Mauern bauen. Ach, der Handkarren wird entwickelt. Das nervt. Tschick. Und... jetzt mache ich hier mal die Missgeburt von Feld weiter. Oh ja, Leute, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe viel zu viel gequatscht. Ihr seid schuld!
So, wunderbar, das sind die Pferdchen. Aber ich glaube, die Teutonen scheißen dicken Haufen auf Pferde. Berittene Bogenschützen. Was ist denn die Spezialeinheit? Der Deutschritt. Ach, das ist ja krass. Infanterietyp, wirkungsvolle Panzerung, bla 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 bla. Angriffsstärke, Rüstungskasse, bla 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 bla. Standeserschaffung, Elite Deutschritter. Ah, und ich habe diesen coolen Petarde. Die exklusive Zerstörungseinheit, okay. Ich glaube, ich werde jetzt, also man muss sich ja so im Laufe des Spiels darauf konzentrieren, auf was man sich konzentriert. Bescheuert. Ich werde jetzt eine schöne Mischung machen, und zwar aus Katapulten. Definitiv Katapulte müssen sein, jede Menge. Vor die Katapulte werde ich berittene Bogenschützen, glaube ich, stellen, obwohl die, glaube ich, keine Spezialisierung hier haben. Bei den Teutonen vielleicht die normalen Armbrustschützen, aber die sind natürlich schneller und wendiger, also ich glaube, die berittenen Bogenschützen werden es diesmal. So, ich glaube, auf die Kaserne... Scheiße, ich, Entschuldigung, darf ich das sagen auf YouTube? Ich bin noch neu. Ja, ich sag's jetzt einfach. Das ist mein Style. Ich scheiß auf die... Ja. So, ich glaube, ab jetzt ist das Video ab 16. Blüpp, es hieß doch irgendwas. Dieses Blüpp. Was war das nochmal? Ah ja, genau, ich kann ja den Einheiten befehlen, dass sie sich an einem bestimmten Punkt sammeln sollen. Ich sage jetzt einfach mal, sie sollen sich hier sammeln. So, den schicke ich auch gleich mal dahin. So, wie sieht's aus mit meinen Steinen? Dorfbewohner, gib mir Dorfbewohner. Sollte ich hier ein bisschen erforschen, oder? Nee, dafür sind die viel zu langsam. Ich brauche was mit PS. Von hier unten sind sie hergekommen, nicht? Weiß das jemand von euch? Ich glaube schon, dass die alle von da unten gekommen sind, und deswegen werde ich hier mal die Lage checken. Und ich glaube, ich hätte doch das Spielfeld aufdecken sollen. Das ist um einiges besser, weil der Computer, der kennt ja das Spielfeld schon. Ich nicht. Insofern ist das ein wenig ungerecht. Was hätten wir heute benötigt? Für wegen zwei so Mannequins hier. Das ist unfassbar. So, ist das richtig? Ja, passt so. Aber Leute, was, ich glaube, ich muss hier ein paar abziehen. Die sollen jetzt bitte für mich... Oh, oi, Universität. Scheiße, ich habe ADS. Ich lasse mich immer ablenken von anderen Sachen. Ich wollte jetzt eigentlich Mauern bauen. Jetzt habe ich mich doch für die Uni entschieden. So, wo sind... Oh, okay. Ach, der Wolf. Tötet ihn. Leute, echt, das hat euch jetzt einen Millimeter Lebensenergie abgezogen, so ein beschissener Wolf, ihr seid beschissene... Scheiße, ich sag's viel zu oft. Beschissene, berittene Bogenschützen. BBB. Ah, das ist cool. Ich glaube, so nenne ich meinen nächsten Kanal. Beschissene, berittene Bogenschützen. Oder meinen nächsten Clan oder meine nächste Gilde, das wäre lustig, ja. So, wir wollen ein Tor haben. So, das hier mal dicht ist, der Laden. Oh, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Die anderen sind bestimmt schon viel weiter. Dorfbewohner erschaffen. Ja, das freut mich ja für den Dorfbewohner. So, zack, weiter geht's im Text. Ich möchte jetzt... Ne, ich setze jetzt Prioritäten. Ich möchte jetzt die Mauer hier fertig haben. So, wunderprächtig. So, die Universität. Ich glaube, die ist... Jawohl. Oh ja, das ist die große Stärke der Teutonen. Das ist eigentlich mal deutsche Wertarbeiter. So, ich kann hier noch immer kein Elite-Fuzzi machen, und für die nächste Zeit... Ich kann noch nicht mal nachgucken, wie weit es noch zur nächsten Zeit ist oder was ich dafür brauche. Das ist mal mega assi. So, Gold-Fuzzi, Stein-Fuzzi ist... Baufuzis. Jetzt uff, Leute, was ist los hier? So, nächste Mauer muss an den Start gebracht werden. Sonst habe ich
Ein Problem. So, hier kann man, glaube ich, dicht machen, weil hier soll eh keiner durch. So, jetzt wäre es natürlich sinnvoll zu wissen, ob von hier oben jemand kommen kann. Deswegen checke ich hier mal die Lage. So, wunderprächtig. Hier geht's weiter. Oh, ich traue diesen Teil hier nicht. Da kann bestimmt noch so ein einzelner Fuzzi durch. Ich schicke mal den anderen hierher. Und jawohl, so wie es aussieht, kommen hier Leute durch und ich höre schon die ersten Schüsse. Ui. Okay, was? Der ganze Stein ist weg. Ihr verarscht mich doch jetzt, oder? Es war. Ach, ich liebe diese Pseudo-KI-Kommentare in einer Sprache, die nicht existiert. Was richtig geil gewesen wäre, wenn sie sich die Mühe gemacht hätten, vielleicht mal so, also zwei Ton, Altdeutsch reden zu lassen und was weiß ich, die Briten altbritisch und so weiter. So, jetzt habe ich ihn natürlich dicht gemacht, ich Trottel. Sag mal, Leute, es kann doch nicht sein, dass es hier keinen Stein gibt. Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht nervig für euch, aber hier geht es um meine Existenz. Stein. Was ist los? Stein, Alter. Ist doch bloß Stein. Das nervt ja mal richtig, ey, auf der Suche nach dem Stein. Ja, und ich habe natürlich Teutonen genommen auf einer Map, die keine Steine hat. Wie viele Steine habe ich denn? 2800. Okay, was mache ich mir eigentlich Sorgen? Ich habe 2800 Steine. Ja, ADS lässt grüßen. So, Mauer an mich hin. Buvere? Buvere? Ja, das sag ich doch. Ja, dann tust doch auch. Laber mich nicht voll. So, weiter zurück. Zurück in die gute Heimat. So, Felder sind abgeerntet. Ach Gott, es ist ja schlimmer wie bei der Arbeit. Zack, zack, zack. So, neue Felder bauen. Bang, Alter. Tschick, tschick. Und noch ein Feld. So, das dürfte reichen. Ich habe ja auch 1600 Nahrung. Ach, verpiss dich. So, was brauche ich hier? 1000 Nahrung, 800 Gold. Imperialzeit is coming. So, ich brauche natürlich befestigte Wälle, das ist klar. Entschuldigung. Oh, das war sehr unprofessionell. So, das ist die einzigste Lücke, wo noch jemand reinkommen kann. Deswegen schicke ich meine Fuzzis hier runter. Hier muss eventuell, weil ich nachher wahrscheinlich keinen Bock habe zu laufen, noch ein Tor her. Also, du kleiner Fuzzi, baust jetzt Holz, Gold ab. Und ich glaube, wir brauchen hier auch nicht den ganzen Pulk dazu. Ich ziehe hier mal ein paar ab. So, das dürfte passen. So, immer noch kein Elite-Deutsch-Overlord-Ritter-Ballistik. Ballistik ist ganz wichtig. Das weiß ich noch. Da muss ich nicht nachlesen. Nein, will ich gar nicht. Ich will bloß euch. So, jetzt werden hier weiter. Nein! Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, Lüb und Lüb. Weil wir müssen ja ein bisschen Stein sparen, so wie es aussieht. Oh Mann, ich bin sowas von am Arsch. Ich hätte schon die ganzen Türme bauen sollen. Ja, schneller, schneller. Wieso gibt es hier keine Sammeltaste? Buvere. Leute, lasst euch mal ein anderes Wort einfallen. Ich kann so langsam nicht mehr hören. So, was machen meine... Ich kann sie immer noch nicht aufleveln. Was? So, ich, Universität, Marktplatz, das ist, glaube ich, nur sinnvoll, wenn man, mit jemandem zusammenspielt. Meines Wissens, nochmal eine Burg bauen, ist auch scheiße. Ach komm, wir machen jetzt hier mal die Ultra-Wachturm-Apokalypse. So, die Jungs hier oben sind auch schon fertig. Weiter geht's. Schön die Türmchen bauen hier. So, und der kleine Fuzzi hier, der kriegt auch noch was zum Tun. Check. So, erledigt.
erledigt. Und ich habe die nächste Zeit entwickelt. Wunderbar. Brauche ich die Stadtwache? Nein, brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Oh, der Hauptturm, Alter. Wo ist nicht genügend Holz? Ich? Ihr faules Pack. So, ich nehme mal 3 Fuzzis noch zur Holzverstärkung. Ah, Entschuldigung, ich muss bei diesem Lied mitsummen. Das fand ich immer schon richtig klasse. Ja, ich weiß, macht man nicht. Entschuldigung, aber es ist, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr so ein Lied habt, wo ihr einfach nicht anders könnt als mitsummen. Bereit? Ja, dann sei bereit. Ich bin bereit. Jederzeit. Ich bin bereit. So, ich auch. Und zwar für einen wunderbaren Bauturm. So, sieht doch schon ganz ordentlich aus. Oh, hier unten, das gefällt mir noch gar nicht. Es wird Zeit für mehr. Wir wollten eine Bogenschützin. Und ich kann hier den Chevalier weiterentwickeln. Soll ich das tun? Soll ich es nicht tun? 300 Nahrung, 300 Gold. Ja, ich kann es mir leisten. Scheißegal. Gibt's noch ein paar Reitfuzis. So, und was kann ich denn noch zum... Ach so, stimmt ja. Belagerungsingenieure. Belagerungswaffen haben plus 1 Reichweite, außer Rammen. Und rüsten bei Gegäuden 20% mehr Schaden an. Ja, das klingt doch eigentlich... Das klingt doch gut, weil ich... Was für Holz, Alter. Ach ja, jetzt... Ach, was, ich habe den Holzbau noch nicht entwickelt. Verdammt, was sagt ihr mir das nicht? Ihr seht mir doch zu. So... Okay, ich denke, fürs Erste reicht es jetzt hier. Ich glaube auch nicht, dass die Gegner so stark sind. Ich habe sie bloß auf Normal geschaltet. Aber je länger ich brauche, desto mehr Zeit gebe ich denen jetzt, sich weiterzuentwickeln. Und das mag ich eigentlich nicht so. So. Ja, das war... Das habe ich bei einigen folgenden Echtzeitstrategiespielen immer sehr vermisst. Dieses Formationsprinzip, das ist wirklich geilo. Kann ich die opfern? Ja, Kreuzzug, da werden Leute geopfert. Die guten alten Zeiten, wo es Menschenleben noch scheißegal war. So, Jack Holz, ja? So, weiter geht's. Ich werde hier noch dieses Ding hier zu pflastern hier mit Scheiße. So, was sagen die Mannequins hier? Mein Gott, sind die langsamer. Ich glaube, Katapulte sind noch viel langsamer. Oh Gott. Mein Gott. Jetzt aber der Hauptturm, Alter. Aber ist sowas von der Hauptturm. Entschuldigung, ich hatte gerade sehr viel Kontakt zu Leuten aus dem Osten, dem ehemaligen, oder ist es immer noch der Osten? Ja, egal. Und irgendwie kriege ich das gerade nicht mehr alles im Kopf. Scheiße. Okay. Ja, es ist, also Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, man kann nur jemanden gut parodieren, wenn man ihn gern hat. Da steckt ein Quäntchen Wahrheit dahinter. Ich mag die Ossis, die sind echt ein lustiges Volk. Also das sollte in keiner Weise irgendwie diskriminierend sein oder so. Es ist einfach lustig. Wenn ich so einen Sachsen-Paule höre, dann muss ich einfach lachen, weißt du? Das kann ich mir nicht verkneifen. Das ist echt immer sehr amüsant. So, hier kommt ja... Gibt's hier eigentlich auch Gegner? So, ich glaube, das hat so keinen Sinn. Alle wieder zurück. Ich warte, bis ich eine fette Armee habe. So, wie sieht's hier aus? Hier, Belagerungsingenieure. Verstärkt alle Gebäude. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Also, ich bezweifle, dass ich jetzt hier eine epische Schlacht bekomme. Der Paladin nicht genug. Du hast nicht genug Nahrung. Ich habe 1200. Was wollt ihr denn von mir? 1300. Oh, was? Und nicht genügend Häuser auch noch. Was ist denn...
Was ist denn hier los? Hey, ja. Ja, das klingt auch so, als ob du jetzt richtig Lust zu arbeiten hast. Das nutze ich gleich mal aus und baue dir ein Feld, du Stehlampe. Oh, guckt euch nur diese meisterhaften Türme an. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Glühendes Geschoss, Türme richten 125 mehr Schaden an, an. Ja, das klingt imposant. So, dann sollte ich die vielleicht auch bauen. Das sind, glaube ich, die, wo die Kanonen drinstecken oder so, glaube ich. Also, soweit ich mich noch erinnern kann, ja. So, wie sieht's aus mit dem Chevy? Immer noch kein Chevy. Nicht genug Nahrung. Sag mal, ich schicke die Leute hier noch zur Arbeit. Faules Pack. Nieder mit der Arbeiterklasse. So. Und noch ein Dürmchen. Ja, Entschuldigung, ich versuch's jetzt echt. Also, ich beiß mir jetzt jedes Mal auf die Zunge, wenn ich's mache, okay? Ja, meistens lande ich dann noch bei einem anderen Dialekt. Ich konnte mal Hessisch sehr gut. Da habe ich nämlich immer Mundstuhl gehört. Und das war auch total... Also, ich konnte echt nicht mehr aufhören, diesen Dialekt zu reden. Das ist richtig gefährlich. Wenn man da mal anfängt, dann kann man es nicht mehr lassen. So, was haben wir denn? Den Bokulan. Den Baukran. Dorfbewohner errichten. Gebäude 20%. Schau mal, wie ist denn der hier durchgekommen? Wie ist der hier durchgekommen? Hat von euch das jemand gesehen? Das ist echt strange, Mann. Wie der Schwabe sagt. Ah, der ist hier oben gekommen. Diese kleine Drecksratte, Alter. Guckt sie euch an. Ja, die greifen echt nach jedem Ast, ey. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher und... Bungar hier... Scheiße. Nein. Okay, ich habe mir auf die Lippe gebissen. Achtung. Aua. So, jetzt habe ich mir auf die Lippe gebissen. So, also hier ist zu... Hier ist natürlich noch ein Loch. Was ist denn das hier eigentlich? Chemie, Fernfeuerwaffen, bla bla bla, plus 1, Angriffsstärke. Ja, klingt gut. Aber ich sollte... Da gab es doch mal irgendwie so eine Schmiede, wo man so Katapulte bauen konnte, nicht? Ja, vielleicht einfach mal ein Häuschen, dass hier mal Ruhe ist. Ach egal, du wirst jetzt hier mal irgendwo hingehen und die Lage checken. So, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, kann ich mich auf diesen Clan hier konzentrieren? So. Ah, hasst es dann. Das Karl der Große ist zur Imperialzeit vorgeschritten. Ah, scheiße. Das heißt so viel wie, ich bin zwar schneller als die anderen, aber die anderen sind auch nicht gerade langsam. Ja. Ja. Ui. So, jetzt, das ist immer ganz wichtig, das ist mir tausendmal passiert. Ich habe irgendwo eine kleine Lücke übersehen. Und dann spazieren die da einfach rein. Ne? Einfach so. Deswegen hier immer den roten abwarten und... Ja, okay, machen wir es halt... Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht. So, hier ist dann auch zu. Und ich glaube nicht, dass ich gegen Intelligenzbolzen spiele, der hier mit Katapulten kommt und sich durch den Wald prescht. So, okay, sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich baue jetzt sicherheitshalber noch ein Häuschen, weil ich jetzt den Chevalier hier... Ja, wunderbar, der Paladin endlich. So. Nee, scheiß auf die erstmal. Wo ist der Gegner? So, das ist immer die langweiligste Scheibe. Ja, ich habe so ein bisschen Tourette-Style. Ich finde Fluchen einfach generell sehr befreiend. Und Leute, die sich dadurch beleidigt fühlen, kann ich immer gar nicht verstehen, weil man eigentlich aus dem Subtext her ableiten kann, wie diese
Beleidigung gemeint ist. Also wenn ich jetzt zu jemandem sage, hey, was geht, du Arschloch, ja, dann ist das halt, ist das eine freundschaftliche Beleidigung. Das ist kein Problem eigentlich. Ne? Ich meine, jeder Mensch sollte doch intelligent genug sein, um das herauszukristallisieren. Wenn ich jetzt sage, ey, du Wichser, Alter, ne, dann ist das halt schon im Tonfall, ist da schon die Message da, ja. Da könnte ich auch sagen, ey, du Teddybär, Alter. Ne, dann wäre das, glaube ich, die gleiche Message. Insofern sind Worte da absolut belanglos und ich komme hier jetzt richtig scheiße vor, Alter. Ich muss hier die Gegner suchen. Nee, da kann nichts mehr sein, denke ich. Ich müsste doch wenigstens mal auf so ein Lager stoßen oder so. Okay, den ganzen Weg wieder zurück, aber bis dahin checke ich mal hier oben die Lage. Es klingt jetzt... Naja, das ist ein bisschen bescheuert irgendwie. Hier oben wird bestimmt... Na egal, sicher ist sicher. Oh, wieso könnt ihr eure Felder nicht selber wieder aufbauen? Wie kleine Kinder. Ach nee, es ist schon wieder passiert. Ich hasse es. Unordnung ist einfach scheiße. So, können wir nochmal ein Häuschen bauen? Uwere. So, Paladin. So, und wenn die fertig sind, Leute, ziehe ich los, weil das Video geht ja bestimmt auch schon wieder. Scheiße, ich sehe es nicht. Egal, es kommt mir schon lang vor. Ich möchte auch keinen langweilen. Ich glaube auch nicht, dass ich so lustig bin. Deswegen wird es Zeit für das große Finale. Okay, Leute, ich beeil mich. Bitte nicht wegklicken. Ich bin immer noch sehr unterhaltsam. Guckt mich weiter an. So. Ja, ich beeil mich. Scheiße, ich habe gesagt, ich beeil mich. Kanonentürme. Nicht genug Nahrung. So, die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass ich diesen armen Kerl hier jetzt wieder auf die Felder schicke. So, wunderbar. So wie es von einem Mann niederen Standes üblich ist. So, die vier hier stehen rum. Also hier die Frauen müssen arbeiten, die Männer stehen rum. Ah ne, ist eine Frau dabei, okay. Ja, ja. So, Le Chevalier. Ne, Paladin. Paladin auf Französisch? Weiß das jemand? Paladin. Ja, die Franzosen. So, jetzt die letzte Felder. Ich setze jetzt so langsam einen dicken Haufen auf die Felder. Ich habe keinen Bock mehr. Diese Nahrung nervt der tierische. So, glaubt ihr, ich pack das? Ich habe noch gar keine Dings gesehen hier. Es gibt doch so eine Dingsfabrik da. Wie heißt die denn? Schmiede, da ist sie doch, verdammt. Shit, ich glaube, das ist zu spät jetzt, oder? Komm, Leute, helft mal hier mit. Uwere. So, also überall Türme, überall Mauern, das ist schon mal bei Teutonen die Grundvoraussetzung. Natürlich die deutliche Schwäche, von der ich im ersten Video geredet habe, ist einfach, dass das sehr lang braucht. Und ich meine, so ganz langsam war ich jetzt nicht. Ich habe so geklickt. Eigentlich war ich schon recht zügig, weil ich kenne es ja noch. Es ist auch nicht so lange her, dass ich nicht genug Nahrung... Fuck. Dass ich Strategiespiele gespielt habe und deswegen schickt mich das jetzt echt übelst, also 800 Nahrung. Hey, wie lange braucht ihr um 800? Ich habe den Flug noch nicht entwickelt. Scheibenkleister. So, das ist jetzt glaube ich nicht klug, die loszuschicken, aber ich halte mal in Bereitschaft. Der eine Typ hat jetzt halt die allerwertesten Karte gezogen. Scheiße, gegen wen spiele ich nochmal? Franken oder so? Ja, Hallöchen. Das sieht nach einem Priester aus. Jetzt ist er tot. Oh ja, der Friesendialekt, der ist auch noch sehr lustig, ne? Ja, habe ich den ersten Kontakt. Töte ihn, du Knilch. So, jetzt weiß ich schon mal ungefähr wo. Ich vermute mal, dass... Okay, das ist jetzt Blödsinn, Bad Screen, aber... Ja, ich wusste es. Sag mal...
Okay, das ist alles an Informationen, was ich brauche. Deswegen kommt der Knilch hier wieder zurück. Meine Paladine gehen an den Start. So, ich bin hier recht gut ausgerüstet. So, hier Schuppenpanzer für Pferde. Her damit. Komm Leute, das haltet ihr noch aus, oder? Das kriegen wir noch hin hier. Das war noch mal so wenig, ne? Als Gold. Kann man sich eigentlich am Marktplatz für Gold Dings kaufen? Ich check das mal aus. Steine kaufen, müsste eigentlich möglich sein. Weil dann scheiße ich nämlich drauf. Gold habe ich nämlich genug, dann kaufe ich mir einfach mit Gold Nahrung. Tada! Das wäre cool, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das geht. So, es sind hier wieder alle vereint. Ich wollte Katapulte machen, hat nicht ganz gereicht. Ich überhaupt keine Ahnung habe, wo man die überhaupt macht. Katapulte, ui. Uiuiui, Elite-Deutschritter. Bogen verstärken. Bogen haben plus drei Reichweite. Abgefahren und ich habe alles nicht gemacht. Aber die Wehrpflicht kann ich noch, das ist eine gute Sache, die Wehrpflicht. Leichter Kanonier, scheiße, jetzt kommen hier die richtig krassen Sachen und ich hab sie nicht. Egal, Tempus fugit, wie der Römer sagt, deswegen muss ich leider angreifen. Und ganz ohne Dingens hier, Katapulte. So, das was ihr macht, hat wirklich keinen Sinn mehr, deswegen... Wusch. Alle mithelfen. So, während die da unten sind, erlaubt ihr mir schon hier jetzt noch ein bisschen zu bauen soweit. Die können das hier weg. Hover! Abgefahren. Belagerungskanone, gewaltige Belagerungswaffe für Gebäude, Angriffsbonus gegen Gebäude und Schiffe. Ach komm, her damit. Ich muss mehr Häuser bauen. Ihr Säckel, ihr Dreckige. So, noch mehr Häuser. Da haben wir nicht schon genug. So, es geht los, Leute, es geht los. Der erste Kreuzzug ist am Start. Check, Haus, noch mehr Haus. Mein Gott, das wird ja hier voll, das Queens. So richtig Berlin-Neukölln-Style. So, das ist jetzt eine Situation, wo ich jetzt bei echten Spielern sagen würde, scheiße, der Gegner weiß, wo meine Armee herkommt. Das ist immer ein riesengroßer Nachteil. So, oh scheiße, die kenne ich, die explodieren, glaube ich. Weg, 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 verpisst euch. Wollt ihr zu mir? Die sind einfach nur dumm. Die laufen an mir vorbei, die könnten jetzt kurz mal meine ganze Armee platt machen. So, jetzt hat der Computer denn den neuen Befehl gegeben, die hier haben absolute Priorität. Genau, das konnten die nämlich. Okay, das endet jetzt in einem totalen Chaos. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich glaube, ich werde gewinnen, aber ich werde meine ganze Armee verlieren. Das ist mega scheiße. Es gibt nichts Schlimmeres als so einen unkontrollierten Fight. Der total aus dem Ruder läuft, ey. Das ist mega assi. So. Okay, ich mach's trotzdem alle platt. Oh, der Axtwerfer. Ah, das weiß ich doch, der Axtwerfer. Den konnte man, glaube ich, schon relativ früh bauen. Das war echt eine Stärke. Und jetzt bauen sie natürlich permanent und schicken mir permanent und hoffen, dass mich das ablenkt. Ihr könnt mich mal... So, jetzt sind so viele gestorben, dass ich eigentlich wieder neue bauen kann. Also, Paladin, her mit euch. Dann die Reiter mache ich stärker. Katapulte und Naga. Nee, ich stehe auf Kanonen, Baby. So richtig dicke Kanonen, weißt du? So, kann es sein, dass Rot und Grüne... verfluchte Allianz haben. Das habe ich auch nie verstanden. Es gibt Leute, die schlagen mit Schwertern und schießen mit brennenden Pfeilen gegen Stadtmauern und die Stadtmauern gehen kaputt. Ja, mir soll es recht sein, aber... ja. So ein Schwachsinn.
Okay, ich glaube, es wird länger, deswegen mache ich hier einen Cut. Ich möchte nicht, dass euch langweilig wird. Vielleicht schaut ihr später mal mein Part 3 an. Wird bestimmt lustig. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Ich freue mich über jeden Daumen. Noch kurzes Nachwort an euch alle. Ich finde es total klasse, dass ihr mich schon so schnell so viel abonniert habt. Das finde ich richtig geil. Das hatte ich nie gedacht. Mein lieber Inspirator, der Kommentorio, ich möchte ihn jetzt bitte hier mal erwähnen, weil er einfach mega cool ist. YouTuber. Macht richtig geile Videos für neue YouTuber, für YouTube-Anfänger, die hier überhaupt noch nicht wirklich durchblicken. Er hat mir echt geholfen. Ich möchte mich bei ihm mal richtig derbe bedanken. Das, was du machst, ist richtig klasse. Und ja, durch ihn habe ich so auch die Liebe dafür entdeckt. Ich hoffe, ich kann euch gut unterhalten, soweit ich das vermag. Und ich gebe mir echt alle Mühe. Wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, irgendwas, was mir weiterhilft, vielleicht auch mal ein professioneller YouTuber, falls er sich mal auf meinen Kanal verirrt, dann wäre ich da echt für jede Hilfe dankbar. Ich würde einfach gerne wissen, was mache ich richtig, was mache ich falsch. So alles, was ein neuer YouTuber einfach mal so wissen muss. Und es wäre klasse, wenn ihr mir da ein bisschen unter die Arme greift. Wie gesagt, ich mache das auch. Ich gehe auch gern bei den Leuten, die mich abonniert haben, auf dem Kanal und check da mal die Lage. Und ich versuche so objektiv wie möglich, wenn jemand mal was meiner Meinung nach irgendwie besser machen könnte, zu schreiben, ohne dass es jetzt wie eine Hate-Mail rüberkommt oder so. Ja, ich versuche hier mich einzugliedern in die tolle Community hier bei YouTube und danke für alles. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich weiß, ich rutsche gerade auf meiner Schleimspur aus, aber ich wollte es einfach mal loshaben. Finde ich einfach total klasse. Okay, ich will nicht chatten, aber Pause machen. Genau hier oben. So, also ich sag, bis später, Leute. Danke fürs Gucken. So Leute, falls euch das Video gefallen hat, nochmal bitte gebt mir einen Daumen hoch oder ein Abo, freut mich tierisch. Hier habe ich zwei Videos noch mit eingefügt. Das eine ist der erste Part zu diesem Video hier und das andere ist mein, ja, das Video, das mir am besten gefällt eigentlich. Das ist echt cool geworden. Das ist über Dragon's Prophet. Das ist ein Video, wie ich voll abgehe und alle platt mache. Und ja, es ist echt lustig und zieht's euch rein, wenn euch langweilig ist und unterstützt mich damit ein bisschen, würde mich echt tierisch freuen. Ja, ich habe jetzt noch eine Minute zu labern, deswegen rede ich einfach weiter, irgendein Gedöns. Ja, ich habe am Anfang geschrieben hier, dass ich das jetzt mit Camtasia Studios gemacht habe und ich muss echt sagen, ich bin da ziemlich enttäuscht von dem Programm dafür, dass es eigentlich so teuer ist. Es ist alles ziemlich komplizierter jetzt auch für mich und klar, jetzt diesen Effekt hier habe ich jetzt zum Beispiel mit Camtasia gemacht und ja, ist ganz cool. Ne, deswegen habe ich mir Camtasia ja nicht überhaupt geholt, aber Bandicam ist einfach um einiges unkomplizierter und es dauert auch viel kürzer bloß und ja, ich werde versuchen, die nächsten Videos professioneller zu machen und ich sag bis später, Leute, haut rein.